frage mich, wie ich da reinkomme ins Apartment. Das ist vorne ein Eingang. Wie komme ich denn da rein? Hallo? Ich würde euch gerne besuchen kommen. Ich habe da nur eine Pistole mit dabei. Ich, das ist so mein... Ach, darüber, über das Gebäude. Ach so. So läuft der Hasi also. Mal wieder komplizierter als wie ich dachte. Ich dachte mir, hey, da kannst du wahrscheinlich durch die Eingangstür spazieren. Aber nein. Spiel sagt, das wäre zu einfach. So. Alter. Ich muss mich mal eben heilen. Ja, weil er mich schon wieder komplett runtergeschossen hat. Ist ja gar nicht. Alter, bleib doch mal stehen! Ah, guck mal, wer da hinten sitzt. Ist noch nicht tot, ne, oder? Ich glaube nicht. Alter, was? Ja, lebt noch, definitiv. Da war auch jemand. Da. Jetzt nicht mehr. Ach, guck mal, einfach die Jalousien runtergezogen. Ja, so kann ich es auch. So läuft der Hase hier. Ach so. So läuft das also hier. Guck an. So läuft der Hase. Apartment Außenposten. Apartment Operationsbasis eingerichtet. Yeah. Was geht? Keine Ahnung. Alles, was nicht fest ist. Gut gemacht, Brady. Dieses Gebäude ist perfekt. Jetzt können wir die Noggs unbemerkt beobachten, wenn sie die Zone betreten. Ich schicke jetzt ein paar Leute zu dir. Sichern wir diesen Ort und richten wir uns ein. Der Ort ist doch schon sicher, weil ich ihn ja sicher gemacht habe. Weil ihr ja nicht dazu in der Lage seid, mal irgendwie so eine Basis einzunehmen, wo gerade mal vielleicht mal 4 Leute rumlaufen. Und ihr mit 5 Mann seid. Und ich bin alleine. Und trotzdem schaffe ich's. Nein, nein, nein. Ich wollte da gar nicht runterspringen. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob man da runterspringen kann. Aber gut. Was ist denn? Ach, hier ist ein Radio drin. Ah, ja. So. Nehme ich alles mit. Es ist 3 Jahre her. Susanne 01. Liebe Susanne, ich schreibe dir an jenem Abend, der das Blatt zugunsten des Widerstands wenden könnte. Ben Walker höchstpersönlich ist nach Philadelphia unterwegs. Persönlich, selbstsüchtig, betrachtet ist es schön, jemand anderem die Führung zu übergeben. Ich habe mein Bestes gegeben, hoffentlich. Dennoch ist unser Kampfgeist am Boden und wir pfeifen aus dem letzten Loch. Walker könnte genau der Ansporn sein, den wir brauchen. Ich weiß nicht, ob eine Person den Unterschied ausmachen kann, aber was ich so gehört habe, soll Walker der Richtige sein. Er ist nicht nur wegen seiner Tötungen eine der meistgesuchten Personen der KVA. Er ist ein wahrer Anführer, ein Anführer, den wir alle brauchen. Ich sollte jetzt gehen. Wir müssen noch viel planen. Ich schreibe dir bald wieder in Ich liebe dich, Jack. Von Philadelphia gekämpft. So, sehr schön. Und es gab niemanden. Haben ein Tagebuch wieder gefunden. Voll geil. Mag ich ja. Ein paar Nebengeschichten. So. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes hier hin. Hallo? Ja. Habe ich ja markiert. So. Und dann clearen wir hier erstmal die Area. So, sorry. Das musste sein. Ich muss meine Aggression einfach freilassen im Spiel. Es tut mir leid. Ist das nicht Heather? Nee. Sah so ein bisschen aus der Ferne gerade. Heather ist wieder von den Toten auferstanden. Juppi! So, da gucken wir mal, was uns da in der Basis jetzt erwartet. Aber bis jetzt sind die Bereiche hier noch relativ einfach. Also jetzt hier der Bereich.
wenn das der Schlussbereich ist. Ich weiß es ja gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Brady, du befindest dich in der Nähe eines alten Außenpostens des Widerstands. Ich weiß. Als sie die KVA entdeckten, griffen sie ihn an und töteten alle, die sich darin aufhielten. Aha. Wenn es dir gelingt, ihn zurückzuerobern, könnten wir ihn wieder für unsere Einsätze nutzen. Wenn es mir gelingt, ihn zurückzuerobern. Warte. Kleinen Moment. Fertig. Verlassenen Widerstandsausposten. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese... Ja... Wie soll ich sagen? Diese Außenposten hier, um die wiederzuholen, da ist manchmal sehr, sehr wenig los. Wenn das die KVA ist, dann muss ich sagen, boah, dann schaffen wir die Revolution doch noch. Also da mache ich mir dann keine... Gute Arbeit, Brady. Da mache ich mir dann keine Sorgen. Ich schicke ein Team, um das Gebäude zu besetzen und Angriffe gegen bekannte KVA-Ziele durchzuführen. Ja, ja. So. Weil ganz ehrlich, wenn das die KVA-Schützpunkt-Dinger sind, dann schaffen wir das. Locker. Locker vom Hocker. So, ich mach mal eben das Radio. Dann kann ich nämlich nach innen laufen und das andere gleich mitholen. Okay. So. Bis jetzt läuft's, ne? Ist echt cool. Na, 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 na. Hey, ich bin Brady. Ich suche Radios und Außenposten. Tralalalala. Schön, dass ihr alle da seid. Was? Ah, ich muss außen rumlaufen. Okay. Habe ich nicht gewusst, ich bin einfach dem Wegpunkt gefolgt. Das, kann ja schnell mal passieren, ne? So, warte, Radio ist oben drin, wetten? Was habe ich dir gesagt? Ich wusste es genau. So. Das ist übrigens hier der Hafen und das hier kriegen wir noch nicht. Das kommt wahrscheinlich erst später, die Bootswerft. Wenn wir wahrscheinlich wieder von der Mission dran freigeleitet werden, haben wir dann wahrscheinlich... Wie spät haben wir das denn hier? 4.37 Uhr, 38, 39, 4.40 Uhr, gleich 5 Uhr. Ich glaube nicht, wir haben 4.20 Uhr. Ich muss gleich den Stream starten, Alter. Ja, ich mache das alles hier am Sonntag immer noch. Ich nehme immer noch am Sonntag auf. Es ist immer noch mega warm. Und wir haben gleich 5 Uhr und wollte heute um 5 Uhr anfangen in der Let's Play Live Show. Deswegen, ich nehme das alles vorm Stream... Das alles vorm Stream auf und möchte so ein bisschen vorproduzieren, weil im Stream möchte ich gleich auch noch aufnehmen. Und deswegen gleich werde ich dann zum Schluss auch kommen. Aber ich will noch ein bisschen weiterzocken, es macht gerade so viel Spaß. Aber ich muss noch streamen. Leute, ich wollte noch streamen oder ich fange später an zu streamen, ich weiß es noch nicht, mal gucken. Ich muss mal schauen. Wie gesagt, dich auf YouTube interessiert es ja sowieso nicht. Du guckst ja das Video und denkst so, war ja schon gewesen. Ja, weil wenn das Video rauskommt, war der Stream schon lange gewesen. Ich weiß gar nicht, welche Folge das jetzt hier mittlerweile ist. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte auch nie gedacht, dass es so lange geht. Aber es ist ja echt ein vollwertiges Spiel. Und, ja. Also ich glaube, über 40 Folgen habe ich jetzt schon erreicht. Vielleicht wären es 60. Ich weiß... Oh, hallo. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wo laufe ich denn hin? Ich bin so wohl... Ich wollte zu dem Radio laufen. Ich laufe vollkommen falsch. Da könnt ihr mal sehen, dass ich ja gar nicht drauf achte, wenn ich so mich unterhalte mit euch. Lalala. Ja, ich wollte noch streamen und halala und ja... Und da ist das Radio, weißt du, und ich laufe einfach... Leute, hier spricht Parrish. Wir haben einen Unruheherd. Die Nox haben ein Lager gefunden und jetzt sitzt ein Trupp darin fest. Falls jemand in der Nähe ist, sie brauchen dringend Hilfe. Können wir machen. Hallo, Freunde. Hallo, Freunde. So, was muss ich tun hier? Brady, schwing deinen Arsch hierher. Wir müssen das Lager verteidigen. Natürlich, warum? Was, Alter, warum? Was ist denn das? Hier ist eine unsichtbare Alpha-Wand. Das gibt's gar nicht. Was ist denn los? Ein Luftschiff nähert sich. Heil dich, Alter. Brady, gute Arbeit. Sieh nach, was du noch so mitnehmen kannst und verschwinde von hier. Na, werf doch die Scheißgranate dahin, Mann. Verdammt nochmal. Ich muss mich schon wieder heilen. Das war knapp.
Was? Wer hat mich denn hier gesehen? Okay, keiner. Niemand. Wieso ist denn das Radio ist schon wieder nicht markiert? Da kann das sein, wo ich eigentlich hin wollte? Ich wollte hier hin. Jetzt guck mal. Ich bin von hier nach hier gelaufen. Vollkommen falsch. Dann wieder zurück und dann jetzt nach hier. Alter, das ist so. Ich muss sowieso gleich hier hin, weil hier noch die... Weißt du was? Ich kann jetzt hier die... Ich mache jetzt hier diesen Außenposten. Weil ganz ehrlich, weil dann habe ich den und dann kann ich immer noch das Radio holen. Hallo, mein Freund. Ciao. Grüß mir den Mann im Mond. Die KVA hat direkt unter den Ruinen des 30 Freeways einen Stützpunkt errichtet. Das ist eine der Hauptverbindungen in der roten Zone, Brady. Der Widerstand könnte sie wirklich brauchen. Hier ist ein Sniper und hier ist ein Radio, oben irgendwo. Ich hoffe, der Sniper sieht uns nicht. Aber da ist ja eigentlich der Pfeiler vor. Der Pfeiler. Kann man da auch infiltrieren von... Wenn ich jetzt hier mitschieße, weiß ich ganz genau, sind die alarmiert. Definitiv. Aber ist mir jetzt egal, weil dann ist der Sniper weg. Komm. Hey. Kommt jetzt einer hier hoch? Eigentlich will ich ja mal so eine Basis in Ruhe mal infiltrieren, aber nicht hier so. Das schaffe ich nur mit dem Motorrad. Das werde ich so nicht hinbekommen. Glaube ich. Ich glaube nicht. Haben wir ein Motorrad hier? Hey, eine Base! Chemikalien, Gesundheitspack und ich stehe. Ja, natürlich. Ich stehe mitten im Feuer. Ich bin so hohl. Wir haben sogar ein Tagebuch wieder gefunden gehabt. Ich muss mal eben schauen. So, Ermittlungsaufzeichnungen, Steck 3. Ich habe eine Kontaktperson bei den Norks. Sie sieht sich diese Chemikalien an, die ständig zugestellt werden. Hoffentlich finden sie etwas heraus. Okay, so, dann wollen wir mal. Ich hoffe, die finden uns hier nicht. Wir sind noch auf der Suche. Noch zumindest. Ich würde gerne... Missfahren, wie kommen wir ungesehen in die Basis? Natürlich gar nicht, am besten. Am besten kommen wir gar nicht in die Basis ungesehen. Mann, schmeiß doch einfach diese Granate dahin, verdammt nochmal! Ich bin schon drin, Jungs. Hallo. Was war das denn jetzt? So, kann ich da nochmal eine... Ja, kann ich bauen. Sehr schön. Brauchen wir eben zwei, drei Sprengstoffgranaten. Dann haben wir das. Die wissen, dass ich drin bin, ne? Die wissen aber nicht, wo. Das könnte unser Vorteil sein, natürlich. Was das knallt jetzt gerade so? Was ist denn hier los? Ist das auch so? Boah, ich dachte, hier wäre so ein Strahl von so einem Sniper. Alter, ich bin schon. Ich hab schon voll die Paras. Na, der will nochmal, wer hat noch nicht? Hör auf, lass das. Lass das. Oh nein, ich muss ihn halten. Halt dich, Alter. Das war knapp. Alter, wir sind gleich schon wieder tot, das gibt's doch gar nicht. Wie die aber auch. Ach, weiß, wegen der Mündungsbremse. Oder Mündungsbremse. Ich muss mich heilen, heil dich. Aua, lass das.
Das gibt's gar nicht. Wie viele los ist gerade? Kann ich das hier aufdrehen, ohne dass mir einer was tut? Komm, 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 komm. Das schaffst du. Nein. Das schaffst du. Das gibt's nicht. Komm. Nein! Alter, was? Doch so kurz davor? Ach komm. So lächerlich. Das ist so lächerlich gewesen. Komm, ey, so kurz davor. Alter, Mann. 200 Puls habe ich. Bald. So. Wo ist... Warte mal, ich brauche jetzt erstmal Medipacks. 7 Stück, um genau zu sein. Ist mir egal, die kaufe ich jetzt. So. Munition haben wir jetzt auch gleichzeitig gekriegt, wenn wir hier dran waren. Die speichert natürlich auch. Und ich schaue auf die Karte, wo das war mit dem... Da war das, ne? Oder? Ja. Das heißt, in die Richtung. Können wir einfach... Gott sei Dank. Ich dachte, wir nehmen Schaden. Den Schaden, den ich ja sowieso schon habe. So. Es hat eigentlich ganz gut geklappt. Also, so ist es nicht. Da müssen wir mal gucken, dass wir den nächsten Mal bei so einer Basis irgendwie vielleicht ein bisschen ruhiger reingehen. So. Wo komme ich denn jetzt hier rein? Hallo, lass mich rein, Jungs. Ich komme wieder. Das ist keine gute Idee. Weil da warten welche auf uns. Willst du mich verarschen? Was ist denn da passiert? LOL. Was war das denn? Alter, ist ja einfach mal explodiert. Warum auch immer, keine Ahnung. Und seine Drohne ist irgendwie... Ja, warum nicht? Dann... Danke. Wieso haben die mich gesehen? Warum? Ach komm, lächerlich. Hier sitzt der Sniper oben, glaube ich, ne? Kann das sein? Solange wir ungesehen bleiben, ist es ganz cool. Weil dann, Können wir am Rädchen drehen und bleiben ungesehen? Geht das? Können wir am Rädchen drehen und bleiben ungesehen? Können wir am Rädchen drehen? Nein, bleiben wir nicht. Ja, lass los. Das war so klar. Alter, aua. Ja, komm her. Wo ist er denn? Ach da. Da, Alter. Das gibt's doch nicht. Wo sind die anderen? Sind die unten? Warte mal, ich versuche mal mein Glück. Ich glaube zwar nicht dran. Hilfe, da haben wir. Yeah. Okay, beim zweiten Mal diesmal geklappt. Zerstörte Autobahnstützpunkt. Stützpunkt befreit. Yeah. Geil. Gibt's hier wieder ein Radio? Radio. Ich liebe Radio. So, herzlichen Dank, 100% schon wieder. Der Stützpunkt gehört wieder dem Widerstand. Wir sind so awesome. Jetzt können wir uns viel freier in der Zone bewegen. Das sind meine Ultra-Shooter-Skills. So, hier ist ein Radio, das nehmen wir mit. Da bewegen wir uns jetzt mal hin. Lalala, lalala. Wo komme ich? Ah, hier. Dramatische Musik ist einfach vorbei. Ich weiß nicht warum. Es ist jetzt einfach geendet. Kann ich hier? Ja, das geht. Ach, guck mal, ein Basketballplatz ist hier. Und warum ist hier abgesperrt? Ach so. Ach, ist ja cool. Nehme ich alles mit. Alles, was geht, nehme ich mit. So. Haha. Wieder aus dem Bild geflogen ist, ne? Alter Schwede.
Und guck mal, was der macht. Erstmal Daumen runter. War scheiße, ne? Achterbahnfahren ist besser. Ich glaub dir das. Kumpel, ich glaub dir das. So. Da gucken wir mal. Lassen wir uns jetzt die letzten zwei Radios holen. Ich glaube, die letzten zwei sind es, glaube ich. Hier auf der Alter, ist das ein Skateboardpark? Natürlich ist er auf der anderen Seite. Weil ich den so gut markiert habe. Hier steht's. So, 14 von 15 haben wir ein Radio noch. Das wäre das hier. Das nehmen wir noch mit. 3 von 20 Fahrzeugen haben wir. 2 von 5 ja, Nebenquest-Missionen und 10 von 25 Sniper. Hallo Drohne. Na, alles klar. Ciao. Leute, hier spricht Parrish. Wir haben einen Unruheherd. Die ja, Nox genau haben ein Lager gefunden und jetzt sitzt ein Trupp darin fest. Falls jemand in der Nähe ist, sie brauchen dringend Hilfe. Ja, bin unterwegs. Ah, warte mal, hier ist das Radio. Hallo. Wir nehmen das Radio holen. Das Radio ist tiefer? Also laut Pfeil nach unten ist das... laut Pfeil runter ist das Radio irgendwo unten drunter. Wahrscheinlich hier, oder? Was ist das denn hier? Voll das Parkhaus. Hallo? Hallo? Wieso kann ich... Ah, jetzt. So, dann bewegen wir uns mal zu dem Unruheherd. Rick, die Nox greifen das Lager an. Es scheint keinen Ausweg zu geben. Du musst uns helfen. Alter, ich muss mich schon wieder heilen. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe gerade mal zweimal geschossen. Das ist unfassbar. Ja, scann mich doch einfach mal, du scheiß Pissding. Ein Luftschiff nähert sich. Beweg dich. Meine Güte, ich kriege so einen Anfall, ne? Dass sie nichts aushalten. Nichts, gar nichts. Nichts. Wir halten nichts aus. Gar nichts halten wir aus. Nichts halten wir aus. Gute Arbeit, Ray. Alles, was du vom Lager mitnehmen kannst und verschwinde von dort. Das Goliath, Alter, zwei Stück. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Was? Alter, ciao. Macht's gut, meine Freunde. Ich werde euch nie wieder helfen. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Alter, da kamen zwei Goliaths an. Wollt ihr mich verarschen? Alter, diese Mündungsdämpfe, die Mündungsdämpfer, der bringt überhaupt nichts. Den werde ich jetzt erstmal abbauen. Kackdingen da, ey. Da ist der Schaden ist ja viel weniger. Alter. Was? Hast du gesehen, diese zwei Goliaths, die da angeprescht kamen, einfach mal, spontan? Ja, ich denke, super. Ich denke, alles klar. Puh. So, dann gehen wir mal zur Hauptmission. Gesprengte Ketten. Heißt die Hauptmission. Untersuche die Grenzmauer. Hallo, mein Freund. Ja, ja. Hui. Rutschen macht Spaß. Oh, warte mal. Nein. Wenn wir schon einmal hier sind. So. Muss ich nochmal eben nebenbei erledigen. So. Was soll ich jetzt hier? Was heißt untersucht die Grenzmauer? Was heißt denn das? Da ist ein... Oh, warte mal. Ah, warte mal. Kollege. Kollege Taps. Alter. Vorbei, ich bin so ein Demlack. Warte. Jetzt aber. Ach, ich muss nach unten. Naja. Boah, hab ich mich. Boah, ich hab mich jetzt über den scheiß Schatten erschrocken. Ich denke, wir kommen da die Treppe uns entgegen. Wir haben nichts damit zu tun. Anscheinend sind sie schon seit einem Tag tot. Könnte sein, dass die Gefangenen hier vorbeigekommen sind. Mhm. Woher weiß sie, dass sie jetzt einen Tag tot sind? Kann ich das durchs Telefon riechen? Was soll ich denn noch machen? Noch mehr untersuchen? Ach, guck mal, da sitzt noch jemand. Der snipert auf mich. Guck mal an. Ja, ist gut. So,
So, da hinten ist jetzt auch ein Sniper drin, aber den kriege ich glaube ich nicht. Ich glaube, der ist so weit weg. Bin mir nicht sicher. Der hat sich gerade noch gezeigt. Der macht jetzt wahrscheinlich gleich seine Jalousien wieder zu. Der ist wahrscheinlich gleich wieder am Pennen. Siehst du, da ist der Kopf. Der sitzt da. Und es sieht so aus, als müssten wir hier nur das Gefühl untersuchen. Na komm, zeig dich. Komm. Ist hier ein Fahrzeug gerade am Stehen? Kann das sein? Warte mal. Ach, Tatsache. Ist ja praktisch. Hallo, mein Freund. Wenn wir schon dabei sind, ne? Ich meine... Oh. Hallo. Wie kam der denn jetzt hier rauf? Jetzt zeigt sie nicht, der Drecksack. Doch, jetzt, Alter. Wo ist er hin? Da. So. Muss irgendwie hier hin, anscheinend. Zivilisten, die versuchen, eine Haft durch Friedenswächter zu entgehen, werden erschossen. Na. Angeblich laut Karte sollte ich gerade hier hin. Ich habe keine Ahnung warum. Ich muss mal gucken, vielleicht komme ich hier irgendwie im Gebäude irgendwas machen. Ich weiß es nicht. Ich soll irgendwie hier die Grenzmauer untersuchen. Unbarmherzige Stichproben der Marks. Hier waren wir, glaube ich, sogar schon. Ach, nach unten müssen wir wieder. Ist ja interessant. Nach unten also. Und dann hier in der Mitte irgendwo. Aber wo? Hier, oder was? Hä? Jetzt muss ich wieder nach oben. Hä? Ich verstehe es nicht. Was soll ich denn hier untersuchen? Ja, hier war ich ja gewesen. Hä? Hier vielleicht irgendwas? Ah. Ah, hier ist ein Tunnel. Kann ich hier langlaufen einfach? Oder wie ist das? Oder? Lalalala. Ethan, anscheinend sind hier die Gefangenen herausgekommen. Aha. Sie müssen eine Möglichkeit haben, dieses Sicherheitstor zu öffnen. Verdammt. Ich hatte gehofft, es wäre einfach ein Tunnel oder etwas anderes, das wir benutzen könnten. Okay, du musst sie nur finden und herausfinden, wie man das Tor öffnet. Wenn sie auf der Flucht sind, suchen sie sicher nach Verstecken. Vielleicht sind sie an einem unserer Lager. Ich lade mögliche Orte auf dein Smartphone hoch. Mögliche Orte, vor allen Dingen. Mögliche Orte. So, halbgesprengte Ketten. Suche nach den Gefangenen. Ja, wir suchen nach den Gefangenen, aber erst in einer weiteren Folge bei Homefront Revolution. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet und ja, es ist so warm und muss jetzt noch den Stream starten oder startet jetzt... Ich habe so ein Pappmaul, ich muss gleich noch was trinken. Startet jetzt gleich den Stream und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf YouTube und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Also bis dann. Tschüss.